Hallo und schönen guten Abend. Heute ist Freitag, der 22. April 2022 und ich melde mich heute wieder nach 3 Wochen mit meinem Rückblick auf die vergangenen 3 Wochen hier aus dem Klinikum Rheine, aus der Matthias Stiftung. Wir haben in den 3 Wochen einen Rückgang der Zahlen erlebt, wenn man sie überhaupt präsentiert bekommen hat. Es ist ja viel, immer mehr in den Hintergrund gerückt, sicherlich teilweise zu Recht, weil die andere Krise in der Welt tatsächlich einen größeren Stellenwert im Moment verdient hat, die Ukraine-Krise. Aber blicken wir auf die Corona-Situation und da sieht man schon, dass überall es irgendwie weniger geworden ist. Zu den Zahlen komme ich nachher, vorab aber heute einen kurzen Blick auf eine sehr kritische Bilanz des Deutschen Ethikrates. Es ist heute im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht worden, wo der Ethikrat so ein bisschen Resümee zieht. Es ist natürlich immer einfach, mit dem Blick zurück auf die letzten 2 Jahre zu sagen, was hätte besser laufen können. Das geht immer leichter, als wenn man in der akuten Situation ist, wo man Entscheidungen treffen muss. Sei es auf politischer Ebene und sei es auf individueller Ebene für einen selbst, für eine Person im Umfeld, die man mit schützen möchte oder die man mit halt in seinen Entscheidungen berücksichtigen muss oder wie wir hier in einer Gesundheitsorganisation, wo man dann halt eine Sorgfaltspflicht hat für die anvertrauten Patienten, die zu uns gekommen sind in den 2 Jahren oder halt auch zu den Mitarbeitern, die hier bei uns arbeiten. Und all das ist ja so eine Gemengelage, wo wir uns dann immer wieder neuen Entscheidungen stellen mussten. Teilweise hatten wir Regeln, starre Rahmenbedingungen, an die wir uns halten mussten. Teilweise hatten wir auch Spielraum, wo wir selber entscheiden konnten. In der Regel haben wir uns immer nach dem gleichen Prinzip entschieden: maximaler Schutz für alle Mitarbeiter und maximaler Schutz für alle Patienten. Und damit wir dann halt unsere Aufgabe der Gesundheitsversorgung hier im Kreis dann weiter nachkommen können. Guckt man auf diese Stellungnahme vom Ethikrat, da fallen doch so, sind viele verschiedene Punkte, die erwähnt werden, aber so einzelne Punkte möchte ich herausgreifen kurz. Was man auf jeden Fall ändern werden muss, ist die Wahrnehmung und auch die Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Da ist ja sehr, sehr viel im Anfang, man kann es nicht anders sagen, zusammengebrochen. Und man sieht es auch jetzt noch, wo diese immens hohen Zahlen sind und die Infektionslage so hoch ist. Nicht so gefährlich, ja, das weiß ich, aber trotzdem immens hoch ist die Infektionslage, dass dann einfach das Gesundheitssystem nicht in der Fürsorge für uns als Gesellschaft da sein kann, weil es einfach zu viel geworden ist. Da muss man sicherlich gucken, Thema Digitalisierung, Thema Erfassung. Und sowas, wie kann man da besser mit umgehen? Das ist sicherlich eine wichtige, wichtige Aufgabe für die Zukunft, dass wir da in Deutschland, in einem der reichsten und bestausgestatteten Länder eigentlich, dass wir da besser zurechtkommen. Dann, wie kriegen wir es besser hin, in einer Pandemie Schutzvorkehrungen für vulnerable Gruppen hinzubekommen? Für alte Menschen, für kranke Menschen, für Kinder, die zum Beispiel noch nicht geimpft sind oder ähnliches mehr. Wie kann man das besser organisieren? Auch das wird sehr schwierig sein, hinzukriegen, denn da kommt der nächste Punkt dahin. Es muss ja trotzdem, auch das ist klar geworden in den 2 Jahren, es müssen die sozialen Kontakte weiter bestehen bleiben. Wie man das hinkriegt, auch da Thema Digitalisierung. Wie kann man es trotzdem hinkriegen, dass auch direkte soziale Kontakte verantwortlich durchgeführt werden können? All das sind noch offene Fragen, die es eigentlich jetzt so langsam gilt zu beantworten, damit wir im Herbst deutlich entspannter reingehen können. Ich persönlich erwarte halt zu diesem Thema bis zum Herbst hin auf politischer Ebene definitiv keine vernünftige Antwort. Die Bereitschaft, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, sehe ich einfach nicht. Und ich sehe auch nicht, dass das irgendwie ein spannendes Interesse ist. Ich gucke mit sehr viel Bauchschmerzen immer auf unseren Bundesgesundheitsminister. Ich fand ihn als Mahner im letzten Jahr immer durchaus interessant, weil er auch als Mediziner und als Epidemiologe ja eigentlich richtig drinsteckt. Er merkt jetzt, dass er in so einem Konstrukt des Gesundheitsministeriums, einer so großen Behörde,
gar nicht alle Aufgaben erledigen kann, die er eigentlich möchte. Und teilweise sagt er in seinen Twitter oder sonstigen Mitteilungen andere Sachen, als die er dann als Bundesgesundheitsminister am nächsten Tag dann wieder unterschreibt bzw. rausgibt. Ich finde das sehr schwierig und ich fühle mich tatsächlich da im Moment nicht mehr so gut aufgehoben, wie ich gehofft hatte, als er sein Amt angetreten hat. Das nächste, die Reduzierung der Überlastung im Gesundheitssystem, auch das wird ein Thema sein, was extrem schwierig ist. Da müssen wir als Gesellschaft den Stellenwert nicht nur der Ärzte, wir haben, glaube ich, immer noch einen relativ guten Stellenwert und können auch an sich nicht klagen. Trotzdem gibt es auch bei uns große Probleme, sei es die Stundenbelastung durch die Dienste, sei es die Stundenbelastung durch die normale Arbeitszeit und auch vor allen Dingen durch das Problem, dass wir nicht genügend ausgebildete Ärzte aus Deutschland hier bekommen und wir nicht alle Stellen besetzt bekommen. Das ist das eine. Noch viel schwieriger ist es im Pflegebereich, dort halt die Mitarbeiter so wertzuschätzen, so auch fair durch Änderungen des Gesundheitssystems so zu bezahlen, dass das ein attraktiver Beruf wird. Wir haben hier bei uns in der Stiftung eine sehr große Schule, wo wir sehr viele unterschiedliche Gesundheitsberufe ausbilden. Wir sind da dran, halt auch da noch mehr Menschen zu motivieren, in diese Berufe reinzuschnuppern und bei uns dann halt eine Ausbildung zu beginnen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir tun das, was möglich ist und steigern auch da immer mehr die Möglichkeiten, die wir anbieten können. Aber es bleibt schwierig, denn am Ende muss ein einzelner Mensch die Entscheidung für sich treffen, in diese Berufe reinzugehen. Ich halte immer noch die Arbeit im Gesundheitsbereich für das Tollste. Ich bekomme da viel dankbare Feedback über Patienten und auch über Mitarbeiter, über das, was wir hier tun. Also von daher ist es weiterhin interessant. So, jetzt kurz auf unsere Zahlen. Extra ein kleiner Stellenwert heute nur, weil die sind ja sowieso nicht mehr so genau. Wer geht denn noch zum PCR-Test? Ich glaube, der letzte Bollwerk in der Pandemieberechnung, um das mal so zu nennen, sind ja die Krankenhäuser und die Praxen, die Arztpraxen, weil da gibt es ja immer noch eine Maskenpflicht und eine Testpflicht. Und überall sonst ist das ja alles vorbei und deshalb sind die Zahlen sowieso nicht mehr halb so viel wert wie das Papier, auf dem sie gedruckt werden oder auf den Seiten im Internet, wo sie dann drauf stehen. Trotzdem kurz, man sieht aber an einer Zahl tatsächlich, dass es im Moment wirklich ein bisschen weniger wird. Das ist nämlich die Hospitalisierungsrate, denn denn jeder Patient, der ins Krankenhaus kommt und stationär aufgenommen wird in ganz Deutschland, wird immer ein PCR-Abstrich gemacht und so, dass diese Größe, das war die ganzen Monate und über ein Jahr, ist eineinhalb Jahre jetzt, ist das ja vorgeschrieben, ist ja etwas, was wirklich eine verlässliche Aussage darüber gibt und da sieht man, dass es tatsächlich ein bisschen weniger wird. Trotzdem haben wir weiterhin eine große Zahl, so ist halt, ich gucke gerade wieder auf meinen Spickzettel, es sind im Kreis Steinfurt immer noch 146 Patienten auf Normalstationen, die einen positiven PCR-Nachweis haben und 15 auf der Intensivstation. Das war vor drei Wochen mit 180 auf Normalstationen und 13 auf den Intensivstationen nicht so viel weniger, aber es ist eine kleine Tendenz da zu sehen. Wir sehen aber auch, dass der Hospitalisierungsindex bundesweit auf 2 runtergegangen ist. Wir haben hier im Kreis Steinfurt immer noch einen Index von 10. Ich weiß nicht, ob wir besser testen, ob wir mehr testen. Wir sehen auf der anderen Seite natürlich auch hier am Rand zu den Niederlanden einen größeren Bereich, der tatsächlich noch höhere Zahlen hat als im Rest von Deutschland. Insgesamt ist in allen Altersklassen es weniger geworden, vor allen Dingen tatsächlich bei den Schülern. Klar, da ist im Moment auch durch die Osterferien wird weniger getestet. Mal gucken, ob es nächste Woche wieder mehr wird. Trotz allem ist das gut, was nicht gut ist, dass die Impfrate absolut gleich geblieben ist. Da hat sich nicht viel getan. Deshalb wird ja auch nächste Woche das Impfzentrum hier im Kreis wieder geschlossen. Das ist, finde ich, schade, dass wir immer noch die Impflücke gleich groß behalten.
Gut, so scheint es ein Teil der Gesellschaft zu wollen. Das müssen wir auch akzeptieren. Und wir müssen dann anscheinend auch tatsächlich, obwohl es mir als Arzt schwerfällt, zu akzeptieren, dass diese Leute mit einem deutlich erhöhten Risiko durch die Gegend laufen, wenn sie infiziert werden. Denn wir haben weiterhin, ich habe eben noch geguckt, 330 Todesfälle jeden Tag, die damit in Deutschland sterben. Und das ist einfach immer noch, ist ein großer Jumbo, der jeden Tag runtergeht. Schwierig, bleibt schwierig. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Und wahrscheinlich melde ich mich nächste Woche noch einmal wieder kurz und ich muss mal gucken, in welchem Abstand ich weiter diese Meldung mache. Ich werde on air bleiben, also auf Sendung bleiben, aber die Abstände werden vielleicht etwas unterschiedlicher und ich melde mich dann, wenn es was zu sagen gibt. In diesem Sinne wünsche ich allen ein schönes sonniges Wochenende. Ich wünsche allen Gesundheit und Frieden und bleibe mit meinem Schlussspruch, wasch die Hände, Wochenende, bis demnächst.